Meine Damen und Herren, Freunde, Gäste, willkommen in Neapel! Kräftiger Mann.
ist ja entsetzlich, Jörg! Oh, was für c'est tout? Et en plus, il a sauté par la fenêtre. Mon Dieu, il se passe des choses bien plus graves à Paris. Oh, ma couille à table! Dans les ganze Stadt ist in Aufruhr! Fangen wir gleich mit der Lehre an. Wenn sie von Paris mit Vernacht zum Boden neben die Stadt herrscht, liegt sie schimmern und flimmern von tausenden Pilzen. Sie umklingen ein Locken, ein Lachen und Schmerzen. Hingegen können Sie der Kriolin der Hüftenschwung etwas entmaterialisieren.
Verstehen Sie mich? Nein. Sie werden sich an meine katholische Ausdrucksweise gewöhnen. Luise, legen Sie mir das Schwarzkleid der Silvia noch mal. Ich bin jetzt zur Antwort vorbereitet. Umso besser. Donna Silvia hat mir ihren Besuch für heute Vormittag angekündigt. Zur Überwachung der öffentlichen Sittlichkeit. Und weiß der Himmel wer noch? Wie peinlich, Donna Silvia! Ja, darum komme ich hierher, um diese lästige Neugier zu entgehen. Wo ist Andrea? Oh, er ist im Haus. Vielleicht mit einer Kundin beschäftigt. Ich schicke ihn gleich herein. Danke, Fräulein Laura. Es ist himmlisch! Besser als Champagner! Besser als... Oh! Meine Frau, vor der Schwelle steht!
Signore Galoppardi. Signore Fauclet, wie befinden Sie sich? Überflüssige Frage, verehrungswürdigst. Ich befinde mich im Himmel, wenn die bezauberte Künstlerin Italien diese irdische Rolle betritt. Keine Übertreibungen, mein Freund. Mein Schneider soll seine Zunge etwas hüten. Nicht meine Zunge, mein Herz. Es ist Holpenliebe. Oh, das kommt vor. Und wer ist die Glückliche? Ist sie schön? Sie weiß von nichts. Warum sagen Sie es ihr nicht? Ausgeschlossen. Ihr Herz gehört einem anderen. Liebe ist wie jede andere Krankheit. Nach einer Zeit überwindet man sie. Oder man stirbt daran. Und was macht mein Kleid? Es ist mein Meisterwerk, wenn Sie es tragen werden. Keine Übertreibungen. Jetzt helfen Sie mir doch beim Auskleiden. Darf ich denn? Aber sicher. Ein Schneider ist kein Mann. Ein Schneider ist kein Mann. Beschloss ich die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Danke. Meine Verehrung, Signora, ich bin Ihr Polizeimeister von Neapel. Und ich bin Herr Andrea Coquelin. Genau den Mann ich suchte. Ich möchte Sie um eine Auskunft bitten. Diese Maske deckt Ihr Firmenzeichen. Natürlich. Wir verkauften gestern 8 Dutzend anlässlich dieses Karnevals. An wen? Das wird sich schwer feststellen lassen. Zu viele Herren haben sich ihrer bedient. Ich habe eine Frage. Ja. Wirklich? Könnte ich Ihre Maske sehen? Zu vergleichsziehen? Verdammt, ich habe sie nicht mehr. Wahrhaftig? Wenn ich mir die Frage gestatten darf. Wie lange beteiligten Sie sich am Karneval? Bis ungefähr bis Mitternacht. Und nachher, wohin begaben Sie sich? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Merkwürdig. Aber vielleicht kann ich es Ihnen sagen. Das wäre noch merkwürdiger. Sie begaben sich auf dem kürzesten Weg nach Sorrent, in den Garten der Signora Lombardi. In meinen Garten? Ich weiß wirklich nicht. Dort verloren Sie Ihre Maske. Versuchen Sie nicht zu leugnen. Sie waren im Garten. Nun ja, ich war im Garten. Höchst sonderbar. Was hatten Sie in meinem Garten zu suchen? Meine geheimnisvolle Kraft sorgt mich. Ein Lied von einem Schneider, der liebt sie eben hatte, eine berühmte Küste und noch dazu bei Nacht. Aber es gibt kein Gesetz im Königreich Neapel, das einen Schneider verbieten würde, mit Blumen und Nachtigallen Zwiesprache zu halten. Von den Blühwürmern nichts zu reden. Zur Karnevalszeit gibt es keine Blühwürmer. Ich meinte es mehr metaphorisch. Und was sagen Sie, nachdem Sie sich mit den Blühwürmern mehr oder minder metaphorisch unterhalten haben? Ich spielte ein Lied an. Eine Serenade. Ich habe nichts gehört. Weil es eine stumme Serenade ist. Nur meine Seele sagt. Und was sie sagt? Den Sternenzug gesungen. Der Blumen und... Ja. Und was taten Sie nach dieser sogenannten stumme Serenade? Nachher begab ich mich auf der Hölle. Um wie viel Uhr war das? Die Glocke von Maria Maggiore hatte Ihnen eins geschlagen. Das stimmt nicht. Sie verließen den Garten nicht vor 2 Uhr nachts. Denn... die Uhr von Maria Maggiore um 1 Stunde nach. Machen Sie keine Witze. Die versuchte Entführung fand um 2 Uhr nach statt. Was? So hat sie wirklich stattgefunden? Oh, entsetzlich. Wer war der Mann? Sie! Ich! Wer? Versuchen Sie nichts zu leugnen. Das ist nicht wahr, Madonna Silvia. Wer immer es war, ich weiß nicht. Ich hätte nie und niemand gemacht. Alles, was ich mir zu Schultern kommen ließ, ist, dass ich eine stumme Serenade trank. Und dass ich unschuldig erzählt habe. Bedauere Ihre Verlegenheit. Ihr Leugnen, Ihre Anwesenheit im Garten, der Verlust Ihrer Maske. All dies spricht gegen die von Ihnen behaupteten harmlosen Gesangskünste. Im Namen seiner Majestät des Königs, Sie sind verhaftet. Seien Sie unbesorgt. Ich eile sofort zum Ministerpräsidenten. Herr Coquelin. Ich verliere meine Stellung, meine Arbeit. Meine Kunden! Von denen können Sie sich für den Rest Ihres Lebens verabschieden! Nein! Ja, vorwärts! Hallo! Hallo! Ihr habt's aber eilig. Einen Augenblick. Ihr süßen kleinen Feen, ich habe mit euch zu reden. Wie wäre es mit einem gemeinsamen kleinen Dejeuner zu bringen? Oh, bedauere, wir sind bereits verabredet. Ich bin zu viert. Tschüss. Accidente, was ist los mit denen? Oder ist was los mit mir? Hallo, Bellissima. Ein kleines Interview? Nee, nur. Ich habe das Vergnügen, Sie nicht zu kennen, Monsieur. Nur über meine Leiche. Monsieur, vous êtes horrible! Chez nous à Paris! Ah! Alors, c'est une Pariserie. Parlez-vous française? Vous parlez français? Ah, ben natürlich! Comment vous portez-vous? Allons, ça va de la patrie! Ich bin Sam Borsalino, erster Reporter bei Gazzetta di Napoli. Enchanté. Und Sie sind? Ich bin Mademoiselle Louise, erste Probierdame im Salon Coquelin. Ah, Louise. Ich muss mit Ihnen sprechen. Über Andreas' Verhaftung. Was? Wissen Sie bereit? Was glauben Sie? Ich wäre ein schöner Reporter, wenn ich das nicht wüsste. Aber, sagen Sie, ist er wirklich eine Wolf in Schafspelz? Ich meine, hat er es vielleicht bei Ihnen auch versucht? Aber nein, niemals. Nicht einmal gezwickt hat er mich. Unbegreiflich. Ich könnte ihm das nicht nachmachen. Sie sind ja ganz gefährlich. Und Sie erst. Und Sie haben keinen höheren Ehrgeist, als Ihr Leben im Schneider-Atelier zu verbringen. Oh doch. Ich möchte zum Theater gehen. Eine Schauspielerin wie Silvia Lombardi werden. Fein. Vielleicht kann ich Ihnen dabei helfen. Ich habe Beziehungen zum Theater. Ich singe. Lassen Sie sehen, Mademoiselle. Zeigen Sie, was Sie können. Ich müsste sein, aber
Tages ein gewiss, denn ich gebe die Lehre. Wenn du das ein gewiss kannst, dann machst du schnelle Karriere. Doch dein Herz ist noch frei, denn wir passen zusammen, wir zwei. Luise, Luise, hast etwas. Luise, das reizt mich kolossal. Berück mich, bestrick mich, sag, was ist denn das? Ich möchte dich küssen, Dinge hitzen, tausendmal. Ach,
Ach, nichts. Er steht unter Verdacht, gestern Abend bei mir im Schlafzimmer angedrungen zu sein. Was? Und du willst, dass ich diese Menschen in Freiheit setze? Niemals! Weißt du nicht, was für eine Strafe im Königreich auf deinem Verbrechen steht? Nein, muss er mich heiraten. Man wird doch heiraten! Das Schätzchen wird dir schon vergehen. Er wird sein Tag mit dem Tod büßen. Mit dem Tod? Bin ich der Tod, du scherzest. Nein, das fällt mir gar nicht ein. An den Gange mit dem Ocean. Der die Geliebte des Ministerpräsidenten. Sei nicht komisch, Benedetto. Also, ohne den Othello zu spielen, annulliere die Todesstrafe und setz den Mann frei, mir zu lieben. Ich denke nicht daran. Im Gegenteil, in einem Augenblick wie diesem muss man ein Exempel statuieren. In einem Augenblick wie diesem? Was ist denn geschehen? Heute Nacht wurde eine Bombe unter meinem Bett gefunden. Was du nicht sagst? Ist sie explodiert? Nein, sie ist nicht explodiert. Mein Gott, ist sie explodiert. Nein. Gott sei Dank. Aber warum steht nichts darüber in der Zeitung? Die Nachricht wurde von der Zensur unterdrückt. Und diese Zensur... Aber du wirst noch darüber lesen. Ich werde die Ordnung wiederherstellen in Neapel. Ich werde durchgreifen mit einer Hand von Eisen. Benedetto, das Volk von Neapel liebt dich nicht. Oh. Diese undankbaren Rotte. Ja. Ich arbeite für sie Tag und Nacht. Ja. Ich werde Neapel groß machen. Mach Neapel nicht groß. Mach es glücklich. Dann wirst auch du glücklich werden. Freund, du lebst vorbei vom Glück. Thank you.
Exzellenz! Viva! Signore Caretto, buongiorno. Ich will nicht stören. Ich muss ohnehin ins Theater. Benedetto, vergiss nicht, warum ich nicht gebeten habe. Papa! Lucaretto, schön, dass Sie hier sind. Ein Attentat, wenn ich nicht irre? Tatsächlich ein Überfall auf Donna Silvia. Es fand um 2 Uhr morgens statt. Aber um 10 Uhr wurde das Protokoll aufgenommen und um die Mittagsstunde wurde der Verbrecher verhaftet. Morgen früh findet die Verhandlung statt und übermorgen wird er gehängt werden. Ich glaube, dass ein schnelleres Verfahren selbst im Rahmen unserer Verfassung nicht denkbar ist. Ich spreche nicht über dieses Attentat, mein lieber Caretto! Letzte Nacht wurde ein Mordanschlag auf mich versucht. Detail, aber wichtiges Detail. Ich war in Lebensgefahr. Wissen Sie, was geschehen wäre? Hätte meinen Diener nicht unter dem Betrag gesehen, ich wäre in die Luft geflogen, in die Luft! Ich hielt es für geboten, das Attentat auf Euer Exzellenz totzuschweigen. Totzuschweigen? Das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben wohl noch nie von Propaganda gehört. Propaganda? Jawohl! Das Attentat soll veröffentlicht werden. Ganz Neapel soll über mich sprechen, über die Gefahr, in der ich mich befunden habe. Dann Prozessionen und Fortbezüge werden heute Nacht stattfinden. Spontan natürlich. Jetzt weiß ich, was Propaganda ist. Ich werde dieser Schar lange zertreten wie allen elenden Wurm. Zum Befehl, Exzellenz. Aber leider haben wir ihn nicht, den elenden Wurm. Sie haben den Kerl noch nicht gefangen? Nein. Hören Sie, Caretto! Dieser Mörder sitzt spätestens um Mitternacht in der Schlussabrege, wieder ins Vorsitz, morgen früh entlassen, in Pension geschickt, ohne Pension! Exzellenz, 30 Jahre! In Pension, ohne Pension! Bis Mitternacht. Bis Mitternacht! Exzellenz werden bedient sein. Spielen Sie etwas Dramatisches, bitte. Jesus Christus.
in Ewigkeit. Amen. Du scheinst mich nicht zu erkennen, mein Sohn. Nicht überraschend. Neapel wird von Verzerrung überfüllt. Verzeihung, Hochwürden. Sie sind? Ich bin Pater Arsenico, der Beichtvater Ihrer König. Ah, jetzt sehe ich. Womit kann ich dienen? Ich überbringe eine Botschaft seiner Majestät. Den Attentäter betreffend. Welche Attentäter, Hochwürden? Wir haben eine Menge davon. Den, der die Bombe gelegt hat. Und? Seine Majestät habe sich höchst selbst zu einem außerordentlichen Gnadenakt entschlossen. Der König will, anlässlich seinem bevorstehenden 80. Geburtstagfestes, den Attentäter, der die Bombe unter das Bett des Herrn Staatsministers gelegt hat, bedingungslos begnadigen. Das ist super! Klasse! Aber leider haben wir ein Problem. Wir haben den Attentäter nicht dem König begnadigen gewünscht. Das ist deine Sache, mein Sohn. Ja. Deine Aufgabe ist es, den Unhold zu verhaften. Sollte ihr dies nicht gelingen, so würdest du seiner Majestät der Gelegenheit berauben, ihn zu begnadigen. Und das würde das Ende deiner Amtsführung bedeuten. Nel nome del Padre del Figlio. Amen. Ja, danke. Tschüss. Entschuldigung, Verzeihung. Entlassung links, Entlassung rechts und ich stehe in der Mitte. Halt! Eine Idee! Ja, so würde es gehen! Es war ein Bogenbau, der Bogenbau.
Buonasera. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen. Das Vergnügen ist ganz Ihrerseits. Wie geht's, Meister? Herrlich! Es war immer mein Traum, ein schmutziges, gestreiftes Sträflingsgewand zu tragen. Sehen Sie sich nur an, wie dieser scheußliche Anzug gearbeitet ist. Sie sträuben von den kleinsten Zeichen verraten. Es wurde nicht von den Zeichen erkannt. Basta! Unterschreiben Sie lieber das Geständnis. Ich war auf diese Widerstand gefasst. Kein Problem. Entschuldigung, danke. Sie zwingen mich, Sie mit Donna Silvia zu konfrontieren. Ich habe Sie hergebeten. Sie kommt? Noch heute. Andrea Couclet, ein junger Mann wie Sie. Und das Leben ist doch so wundervoll. Bedenken Sie, was alles noch vor Ihnen liegt. Duftende Sommernächte. Liebesglück! All die reizende Kleider an den verführerischen Körpern, die auf ihre Meisterhand warten. Bekommen Sie nicht Lust, dieses Dasein noch ein wenig auszukosten? Warum quälen Sie mich so? Das Urteil steht fest. Tod! Aber vielleicht gibt es einen Ausweg. Wirklich? Sprechen Sie! Alles, was Sie zu tun haben, ist zu gestehen, dass Sie das Attentat auf den Staatsminister Lugarini begangen haben. Was? Bitte noch einmal und klar. Alles, was Sie zu tun haben, ist zu gestehen, dass Sie das Attentat auf den Staatsminister Lugarini begangen haben. Was? Hat der noch jemand nicht für den Bomben? Nein, ihm würde eine Bombe unter das Bett gesteckt. Ah, aber war so ein interessantes Zusammenhang. Noch viel interessanter, als Sie glauben. Soeben teilte mir Pater Oseneko mit, dass seine Majestät, der König, den Mörder, der den Anschlag auf Lugarini plante, bedienungslos zu begnadigen wünscht. Kann sich der Attentäter freuen? Warum erzählen Sie das mir und nicht ihm? Ja, wir haben ihn nicht. Ah, den habt ihr auch nicht fangen können? Darum will man mich jetzt in Pension schicken. Ohne Pension. Liebes Signor Andrea, nehmen Sie wenigstens das zweite Attentat auf sich. So können Sie mich retten und ich Sie. Warum nehmen Sie den Mordanschlag nicht einfach auf sich, wenn ich den Tod nicht geschenkt kann? Machen Sie keine Witze. Sie haben nichts weiter zu tun, als bei den morgigen Gerichtsverhandlungen zu brüllen. Nieder mit der Produktionswirtschaft! Tod den Lebensmittelwuchern! Oder sonst etwas Populäres. Und das ist alles, was Sie von mir erwarten? Das ist alles. Ich wollte darauf. Mein Wort darauf! Nein, ich mach's nicht! Aber warum nicht? Ich will weder ein Mann der Frauen verschleppen, noch bin ich ein Mann, der Staatskanzlerin nachzuleben trachtet. Ich bin ein anständiger Mensch! Dann sind wir verloren. Das rechte Schulter wird hängt ein bisschen. Exzellenz! Exzellenz! Garrido! Ich habe zwei und breite Schultern. Kümmern Sie sich nicht um meine Schultern! Kümmern Sie sich um Ihren Hals! Andrea, Sie bekennen, dass Sie es waren. Sie werden verurteilt, aber man erlaubt Ihnen einen letzten Wunsch. Sie supieren mit Donna Silvia privat und Sie werden begnadigt. Meinen Sie das? Ja! Sie schicken mir einen Vorladen, Exzellenz. Himmel ich. Hallo. Das Untersuchungsprotokoll bedarf noch einiger Ergänzungen. Zumal Signor Coquet sich darin gefällt, hartnäckig zu leugnen. Was für ein beneidenswerter Mann Sie doch eigentlich sind. Die Ehemänner und Sie nach Schloss und Riegel. Und die Frauen. Donna Silvia, erkennen Sie in Signora Conflet den nächtlichen Eindringling in Ihr Schlafzimmer? Ich bin nicht sicher. Da werden wir den Überfall, so wie er sich abgespielt hat, rekonstruieren müssen. Wir nehmen an, es ist gestern Nacht. Darf ich Sie bitten, sich auf diese Pritsche auszustellen? Stellen Sie sich vor, Sie liegen in Ihrem Bett. Vollkommen ahnungslos. Romeo Treu. Ja, also jedenfalls nicht von einem stummen Trubadour. Ja, hallo, danke.
Ein Mann geht durchs Fenster. Wenn es beliebt, Signor Andrea, bitte, kriechen Sie. Ich bin kein Kriecher. Dann kriechen Sie wenigstens an das Bett unserer Diva. Also, alles gut? Vollkommen. Dann weiter. Komm. Nein! So geht's nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich meine, ich habe nicht genug Bewegungsfreiheit. Am besten, Sie gehen hinaus. Warum? Der Mann mit der Maske und ich waren auch. Bitte, wenn Sie es so wünschen, würde ich die Rekonstruktion vor der Tür abwarten. Also, die Probe kann beginnen. Sie treten an mein Bett. Was dann? Sie fassen meinen Arm und pressen ihn. Nein, nicht so zart, stärker, wilder. Ja, ungefähr. Und? Und handeln Sie auch? Nein. Privatsuppe mit Sie!